Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man den Flächeninhalt eines Kreises mit Hilfe eines Rasters abschätzen kann. Und das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam eine erste Abschätzung für den Flächeninhalt eines Kreises mit Radius R finden. Dafür schauen wir uns einfach einmal einen Kreis mit Radius R an, der hier jetzt schon auf so einen Raster draufgezeichnet wurde. Wir haben hier sogar gleich zwei Skizzen desselben Kreises auf demselben Raster. Als allererstes müssen wir jetzt wissen, wie lang ist jetzt die Seitenlänge eines einzelnen Quadrates hier in diesem Raster. Ermittle nun bitte die Seitenlänge eines solchen Quadrates. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video. Ein kleiner Tipp, schaue dir die Grafiken genau an. Also gut, wir sehen hier, wenn wir das abzählen, dass der Radius genau 8-mal dieser Seitenlänge entspricht. Das bedeutet, die Seitenlänge ist dann genau ein Achtel vom Radius. Also A ist ein Achtel mal R. Und nun, links sind die 164 Quadrate des Rasters gefärbt, die vollständig in der Kreisfläche enthalten sind. Also das hier entspricht schon unserer Untersumme. Und rechts sind die 224 Quadrate des Rasters gefärbt, die mit der Kreisfläche zumindest teilweise überlappen. Zur Wiederholung, das entspricht dann unserer Obersumme. Deshalb haben wir jetzt auch hier gleich zweimal denselben Kreis abgebildet, damit es schön übersichtlich bleibt und wir hier einmal schön die Obersumme veranschaulichen können und hier einmal schön die Untersumme. Na gut, für den Flächeninhalt groß A des Kreises mit Radius klein r erhalten wir jetzt folgende Abschätzungen. Das ist der nächste Arbeitsauftrag. Gib bitte die beiden Abschätzungen an und vereinfache dabei auch gleich noch die Ausdrücke. Nimm dir dafür wieder ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir noch die Ergebnisse. Also gut, wir wissen, A ist größer gleich unserer Untersumme, also größer gleich dem Flächeninhalt dieser Rechtecksfigur hier. Wir wissen, diese besteht aus 164 solcher kleinen Quadrate. Also können wir rechnen 164 mal und dann, naja, der Flächeninhalt von so einem kleinen Quadrat ist a Quadrat. Das bedeutet, das ist genau das gleiche wie 164 mal 1/64 mal r Quadrat. Also wenn wir für a das hier einsetzen, erhalten wir eben 1/64 mal r Quadrat mal 164 und das ist 2,5625 mal r Quadrat, wenn man das hier jetzt auch noch ein bisschen ausrechnet. Na gut, schauen wir uns jetzt noch die zweite Abschätzung an. Wir wissen, a ist sicher kleiner gleich der Obersumme. Wir wissen, dass diese grüne Rechtecksfigur hier aus 224 solcher kleinen Quadrate besteht. Das heißt, wir können einfach rechnen, 224 mal der Flächeninhalt von so einem kleinen Quadrat ist wieder a Quadrat. Das ist dann genau 224 mal 1/64 mal r Quadrat. Also wir können für a ja wieder ein Achtel mal r einsetzen. Und dafür erhalten wir 3,5 mal r Quadrat. Und damit eben jetzt allgemein schon eine Abschätzung von oben und von unten für den Flächeninhalt eines Kreises mit Radius r. Noch eine kleine Bemerkung zum Schluss. Tatsächlich ist diese Abschätzung hier schon um einiges besser als die Abschätzung im Video davor. Das liegt daran, dass wir hier schon einen wesentlich feineren Raster verwendet haben. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du noch einmal kurz schauen, wie es beim Video davor war, oder am Arbeitsblatt noch einmal schauen, vergleichen, um wie viel feiner dieser Raster jetzt schon ist. Über diese Verfeinerung werden wir aber im nächsten Video noch ganz genau sprechen.